Ich durfte gerade bei Ubisoft eine halbe Stunde lang The Crew 2 anspielen und bin, ehrlich gesagt, ziemlich begeistert. Mit dem Vorgänger bin ich persönlich nicht so warm geworden, weil da so ein paar Sachen ein bisschen unrund waren. Aber jetzt der zweite Teil hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Vor allem, weil man so nahtlos zwischen den verschiedenen Vehikeln wechseln kann. Also man kann einfach, wenn man gerade mit dem Auto auf der Straße unterwegs ist, auf den Stick drücken, wählt das Flugzeug aus und schon ist man mit dem Flieger in der Luft. Oder man fliegt dann eben über ein Gewässer, drückt aufs Boot und zack, wird dieses Boot ins Wasser geworfen. Das macht richtig Laune, dadurch ist halt einfach auch die Open World viel mehr aufgewertet worden jetzt. Und dazu gibt es noch viel verschiedene Renndisziplinen. Ich bin mit so einer Art Formel-1-Wagen über einen Grand Prix-Kurs gefahren. Ich hatte ein Motocross-Rennen. Wir können natürlich Bootrennen machen. Dann gibt es jetzt auch wieder viele Driftrennen. Das war einfach richtig cool. Vor allem, da das Gebiet jetzt noch mal größer ist. Man soll angeblich durch die ganze USA fahren können. Und es sieht grafisch noch mal besser aus. Es waren zwar so ein paar kleine Ruckler drin jetzt in dieser Gamescom-Demo, aber es sieht echt richtig gut aus. Und auch spielerisch macht es irgendwie einen reiferen Eindruck als der Vorgänger, wo man oft so ein bisschen, ja, dachte, die Fahrzeuge steuern sich zu leicht einfach, dass man nicht so das Gespür für das Gewicht des Fahrzeugs hat. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich glaube, The Crew 2 wird tatsächlich richtig, richtig gut und wird den Vorgänger hinter sich lassen.